Gott. Oh. Wenn die anderen auch so landen, auch so hart auf diesem Planeten gelandet sind, dann hoffe ich, dass es der Baumeisterkatze gut geht. Nein, wirklich. Au, Leute, das hat geschmerzt. Das ist ein Schokolade. Moment, wo seid ihr? Usch. Usch. Puh. Au. Ach gut, wir sind endlich alle auf dem Planeten. Gut, und jetzt schauen wir, dass wir da so schnell wie möglich wieder wegkommen. Natürlich, sobald wir in Fred gerettet haben. Ich weiß nur leider nicht, ob das so einfach sein wird. Bleiben wir bitte da mal ein bisschen da, Waldrot. Gute Idee, Karl. Ich brauche auch mal ein bisschen Erholung von der Weltraumreise. Ein paar Minuten können wir uns Zeit lassen und dann suchen wir gleich mal die Baumeisterkatze. Warum so allig, Oma? Ich meine, wir sind auf der Counter-Katzenwelt. Genau das Ebenbild von unserer Welt. Manu, irgendwie habe ich da ein schlechtes Gefühl. Ich meine, ich will euch keine blöden Noten heilen, aber ich hatte wirklich ein schlechtes Gefühl. Surrender. Surrender. Er meint, ergeben Sie sich auf Englisch. Warum spricht er Englisch? Ich spreche nicht Englisch. Ich sage nur Surrender statt ergeben Sie sich, weil Surrender nun mal besser klingt und weil ich so programmiert wurde. Und jetzt Surrender oder Sie müssen mit den Konsequenzen arbeiten. Netter Versuch, Kumpel. Was war das? Netter Versuch. Das waren schon mal zwei Skelett-Heinis. Es ist, glaube ich, doch besser, wenn wir Fred so schnell wie möglich finden, bevor noch mehr von diesen Skelett-Heinis auftauchen. Denn ich habe echt keine Lust, nochmal auf mehrere zu treffen. Das hat ein Corner von uns. Ich schlag vor, wir teilen uns auf. Karl, wir zwar gehen jetzt einen Sampen auf. Wer weiß, vielleicht ist auf der Welt ja auch gut. Okay. Komm, Bella, wir gehen einfach mal da entlang. Okay, Manu. Und was ist mit uns beiden? Komm mit. Wir gehen geradeaus. Wartet's noch. Komm, du lieber mit mir, Spider-Man. Okay, Bella. Willst du nicht mit mir zusammen gehen, Bella? Hör einfach auf sie. Außerdem glaube ich auch, dass das klüger wäre. Was soll das heißen? Das soll keine Beleidigung sein. Ein Dutzend Stunden später. Nimmt dieser Weg denn noch irgendwann mal ein Ende? Kein Weg auf der Welt hat ein Ende. Halt! Sie haben ein verbotenes Gebiet betreten. Ergeben Sie sich sofort. Das ist schon wieder so ein Skelett, Heini. Null Problemo. Mit einem Einzelnen werde ich locker fertig. Ich meine, werden wir locker fertig, natürlich. Und was ist mit zwei? Hey, ich habe nur zwei aus dem Weg geräumt. Könnte wohl kein Problem sein. Und drei, das geht noch. Vier,
Langsam fange ich mir Bedenken an. Weißt du denn, zwei von denen waren schon eine harte Nuss für... und was ist mit 5 Vieh von deren Sorten? Na okay. Wir treten den Rückzug an. Das wird ja so. Stehen bleiben! Wow, bing, ding, 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 ding. Was machst du denn? Da hätte ich jetzt mit meinem Helm die Pfeile aufgehört, dann hätte man sich voll einig wie. Wie ich jetzt in mein Ohr. Was ist das bitte? Oh weia. Ergeben Sie sich umgehend. Oder Sie haben mächtig Ärger am Hals. Wenn Sie wollen, können wir Sie auch gerne vernichten. Nein, das war natürlich nur Spaß. Wir dürfen Sie nicht ohne genaue Anweisung der Knights of Wondergore vernichten. Knights of Wondergore? Das klingt schon fast wie die eine Spider-Man-Sendung. Was ist das bitte? Mir kommt fast vier ihr. Ja, wir gehorchen den Knights of Wondergore und ihr müsst euch ihnen ergeben. Oh. Manu, du bist ja immer noch wach. Jetzt nicht mehr. Manu! Manu, ist alles gut? Na. Manu, alles in Ordnung? Manu? Manu! Sein Herz schlägt noch. Er ist wohl nur ohnmächtig. Entweder du verziehst dich oder du ergibst dich. Auf jeden Fall werden wir dich nicht davonkommen lassen. Also wenn du versuchst dich zu verziehen, dann kannst du es gerne versuchen, aber wir werden dich nicht lassen. Wie ihr meint. Das war keine so harte Nuss. Komm, Manu. Oh, bist du schwer, Manu. Weg hier bevor. Da sind wir, Karl. Da ist ein Sandmann sein Gebiet. Was du nicht sagst, Waldraut. Was genau machst du da jetzt, Karl? Bitte ist was. Ob ich auf der Welt Sandsauberer bin. Du bist jetzt ein Gefangener. Oder Gefangener des Sandes. Ergebt euch sofort den Knights of Wondergore oder ihr habt Ärger am Hals. Was ist das bitte? Wutz! Schwartraut, Hilfe! Meine Ohren werden nur gearbeitet und zurückgekriegt und es ist jetzt heute schon. Karl, bist du kein Samtzauberer? Es ist keine Gegenversion, du Zapfen, aber ich schätze, das ist jetzt nicht wichtig. Und ich schätze, ich will die kleine einigleichen, du dumme Kuh. Jetzt tu mal weiter, Korn. Yummy Mittagessen. Zampmau? Woher kennst denn du mich? Wutz! Warst du Sandmann? Auf unserer Welt bist du mir deutlich lieber. Was soll das heißen? Wollt ihr mich etwa auf eure Welten mitnehmen? Na, es gibt ja auf unserer Welt und da bist du viel lieber. Ach, ihr seid von dieser Katzenwelt. Nun, dann herzlich willkommen auf der Counter-Katzenwelt. Und was jetzt? Jetzt?
Jetzt seid ihr Futter für meinen Sand. Das hättest du wohl gern. Ach, Karl, wehr dich mal. Das ist nicht unser Sandmau. Das ist ein komplett Fremder. Und ein böser Sandmauer. Die Counter-Earth ist ganz und gar nicht wie unser Planet. Sie ist ja keine genaue Gegenversion, aber sie ist auch nicht wie unser Welt. Sie ist sozusagen halbe-halbe. Ja, langsam verwirrst du mich ein bisschen, aber... Ja! Ja, Karl, du musst dich bemühen. Ich weiß, du kaust das. Es macht dich vielleicht so viel kommen, als ob du das nur auf unserer Welt kaust. Aber du kannst es garantiert auf der Welt auch. Du kannst es dann kontrollieren. Bemühe dich einfach, Karl. Waldrat! Noch irgendwelche letzten Worte? Ja. Ich bin doch der Samtkontrollierer. Wie machst du das? Ja. Wie ich das mache, möchtest du gern wissen? Nun dann. Schau mal selber. Gute Arbeit, Karl. Ich habe gewusst, du kannst es. Ah, danke, Waltraud. Wahrhaftig. Du bist Meister des Sandes. Ich möchte dich herzlich willkommen heißen, lieber Sandmeister. Okay. Kannst du uns bitte was über die Welt erzählen? Nur zuge. Diese Welt steht unter Einfluss des obersten Meisters. Niemand weiß, wer das ist oder wie er aussieht. Nicht einmal seine Krieger, die Knights of Wondergor, wissen das. Und die Krieger der Knights of Wondergor führen jeden Befehl aus. Und sie haben es vor allem auf Neuankömmlinge von anderen Planeten abgesehen. Okay, kannst du uns gegen die helfen, bevor sie uns auch bedrohen? Erstens, ja, sie bedrohen euch. Und zweitens, wenn ihr sie hierher locken könnt, kann ich euch helfen, sogar den obersten Meister zu vernichten, falls ihr den aufdecken könnt. Meine Macht herrscht allerdings nur hier im Sandgebiet. Ich habe meine Augen überall, aber nicht meine Kraft. Gleich wie der Sandmann von unserem Planeten. Danke für deine Hilfe, die du uns geben willst noch. Nur allzu gerne. Schließlich ist der da doch Meister des Sandes. Verzeiht mir, aber ich weiß euren Namen nicht. Ich bin die Waltraud und das ist der Korn. Jawohl!